Martin Pfurtscheller, 16 Jahre alt und aus Schönberg. Er ist ganz oben, auf über 3000 Metern am Stubaier Gletscher. Er hat seine Lehrstelle zum Seilbahntechniker mit Weitblick ausgewählt. Der passionierte Skifahrer hat einen Beruf gesucht, in dem er viel in der freien Natur arbeiten kann, der mit Technik zu tun hat und nicht langweilig ist. Nach einer Schnupperlehre hat er sich für den Beruf des Seilbahntechnikers entschieden. Martin ist jetzt im zweiten Lehrjahr und immer noch sehr zufrieden mit der Wahl seiner Lehrstelle. Mir geht's gut. Sie schauen viel auf die Lehrlinge. Und das finde ich halt auch gut, dass sie das tun. Du lernst echt viel. Und abwechslungsreich ist auch Gott sei Dank. Deswegen machen wir hauptsächlich die Seilbahntechniker den Beruf, als abwechslungsreich ist. Seilbahntechniker bedienen die Seilbahnen, überprüfen die Anlagen auf Funktionstüchtigkeit und führen Service- und Wartungsarbeiten durch. Im Winter muss der Seilbahntechniker für einen reibungslosen Skibetrieb sorgen. Hauptsächlich bin ich bei Eisichtbahn. Und dort tun wir halt auch. So wie heute haben wir die Felder wieder richten müssen, weil Keilriemen hin war. Und müssen wir am Nachmittag wieder tun. Und sonst Klemmen, Sesselrevision. Im Frühjahr nachher werden wir in die Werkstatt kommen. In Schlosserei, zur Elektriker. Im Sommer stehen vor allem Revisionsarbeiten und Ausbildung in Schlosserei und Elektrowerkstatt an. Also im Sommer machen wir die ganzen Revisionen bei den Liften, bei den Bohnen, die Klemmenrevisionen, die Sessel neu machen. Nachher werden auch die Büschengeräte gewartet, die Schneekanonen werden gewartet. Nachher muss auch gehen die Elektriker überall hin und besten die Spannungen, die Erdungen machen sie. Viele Arbeitsstätten hat der Lehrling bei den Stubaier Gletscherbahnen. Am interessantesten findet er es in der Pistengerätewerkstatt. Das gefällt mir am besten, weil da lernst du viel mit Hydraulik, Pneumatik, haben auch viel Elektronik drin und Motor lernst du auch wieder kennen. Die Ausbildung zum Seilbahntechniker dauert 3,5 Jahre. Martin muss jedes Jahr 2 Monate in die Berufsschule in Salzburg. Dort heißt es büffeln, weil die Schule viel verlangt. Leicht ist es nicht. Mittelmäßig bin ich schwer, ja. Ein paar Fächer sind leicht so jetzt. Aber wenn jetzt so Arme und MT, das ist schon viel zu lernen. Das sind so eher die schweren Fächer. Am liebsten nicht mal in der Werkstatt. Martin ist halt ein Praktiker und nicht so gerne in der Schule, aber er nimmt seine Ausbildung trotzdem sehr ernst, wegen der großen Verantwortung, die er einmal haben wird. Da geht es ja um Menschenleben halt auch, wenn jetzt Leute dort reinhocken. Und da soll halt keine Ausstürze mit Leuten rein, weil es war halt nicht so gut. Eigentlich war es nicht gut. Die Jobaussichten eines ausgelernten Seilbahntechnikers sind sehr gut. Martin könnte in einem der vielen Skigebiete in Tirol arbeiten, würde nach seiner Lehre aber lieber einmal bei einem großen Seilbahnhersteller rund um die Welt Bergbahnen bauen. Doppelmeier-Monteur oder Leitner-Monteur. Mal die Welt erkunden halt und Seilbahn ausstellen, ist eigentlich so ein Traum für mich. Bis dahin wird der sympathische Seilbahntechniker-Lehrling noch viel lernen müssen. Aber bei so viel Engagement und Freude bei seiner Arbeit wird sein Traum schon in Erfüllung gehen.